Ich habe mir erlaubt, gemeinsam mit Markus Hödl. Bei einer Pressekonferenz, die unter dem Titel Rückblick und Ausblick stand, wurden vom Brucker Bürgermeister Themen wie Modernisierung und Organisieren zum Wohle der Stadt und deren Bevölkerung eingehend beleuchtet. Das richtige Tun und auch in der richtigen Reihenfolge ist ihm dabei besonders wichtig. Vor einem Jahr hat sich der Herr Bürgermeister aufgemacht, weitreichende Reformen anzugehen und umzusetzen. Wie ist der Status quo? Ja, ich glaube, wir sind gut unterwegs. Wir haben einige Dinge positiv erledigt. In einigen Dingen sind wir mittendrin. Es ist einiges gelungen, einiges ist auch noch nicht gelungen. Vielleicht haben wir die eine oder andere Niederlage gehabt, aber ich glaube, in Summe sind wir mit der Stadtbruch und da war gut unterwegs und ich glaube, da haben wir einige Dinge noch vor, die jetzt schon langsam zur Zeit der Ernte führen werden. Reformen kosten ja auch immer Geld, jetzt gibt es auch Altlasten. Wie schaut es da aus? Ja, natürlich, das war die klare Botschaft, meine Botschaft war, wir müssen schauen, dass wir unsere finanziellen Mittel neu einsetzen. Das bedeutet, das Vermögen neu bewirtschaften, das bedeutet auch, die eine oder andere Ausgabenschicht neu zu definieren, das müssen wir tun, die Verwaltung auch zu reformieren. Da gibt es Dinge, die Hausaufgaben sind, um uns dann wieder freizuspielen für moderne, neue Projekte. Auch eine Modernisierung des Verwaltungsapparates ist in Zeiten des nicht mehr wegzudenkenden Internets ein vorrangiges Anliegen in der Gemeinde. Die Digitalisierung der Stadtverwaltung ist ein großes Kernthema, das uns jetzt die nächste Zeit massiv beschäftigt. Wir wollen nicht mehr quasi Akten schleppen, bearbeiten, Zettel ablegen, Listen schreiben, sondern wir wollen uns eigentlich wirklich um das kümmern, was für die Menschen wichtig ist, nämlich mit ihnen im Gespräch gemeinsam Lösungen erarbeiten, Veränderungen diskutieren. Wir wollen natürlich auch viele Konflikte, die es immer wieder geben wird in der Stadt, im gemeinsamen Lösen versuchen, wird nicht immer zufriedenstellend gelingen, aber die Digitalisierung soll uns Verwaltungsarbeit im klassischen Sinn, also Bürokratie, abnehmen und uns Zeit für die Mitmenschen in der Stadt geben. Jetzt gibt es natürlich den Ferienpass, der angesprochen worden ist, der schon digitalisiert wurde. Gibt es weitere Projekte, die so im Plan sind? Wir sind mittendrin zurzeit zu starten mit der Digitalisierung unserer ganzen politischen Systeme. Auch da gibt es irrsinnig viele Protokolle, Einladungen etc. etc. Die werden wir in Zukunft digital abwickeln und damit werden wieder Mitarbeiter frei gespielt in ihrer Zeit, um sich um andere wichtige Dinge zu kümmern. Digitalisierung ist keine Gefährdung für unsere Arbeitsplätze, sondern ganz im Gegenteil, spielt uns frei für die Dinge, die jetzt oft zu kurz kommen. Gibt es Erfahrungswerte seitens der Bevölkerung? Im ersten Moment ist bei Veränderungen immer ein bisschen Skepsis da. Das ist ja durchaus berechtigt und vielleicht eine gesunde Skepsis macht Sinn. Aber zum Beispiel beim Ferienpass haben wir sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, dass es viel unbürokratischer ist, dass ich das von zu Hause aus jetzt machen kann und ich muss mich nicht anstellen im Amt. Nicht unwesentlich, wir haben damit ganz viel Kosten auch eingespart. Wir müssen keinen Ferienpass mehr drucken um 10.000 Euro. Dieses Geld können wir für andere wichtigere Dinge nutzen, als wie dass wir einen Ferienpass drucken. Eines der Anliegen war ja auch eine Bürgerbeteiligung. Wie schaut es mit der Beteiligung der Bürger aus? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben. Nicht nur Phrasen zu erzählen, sondern ernsthaft sich zu interessieren. Und deswegen da als kleine Idee des Bürgermeisters, das auf ein Wortplatzl, wo nicht nur der Bürgermeister stehen kann, sondern alle stehen können. Da, wo früher der Dienstwagen gestanden ist, 14 Quadratmeter, ist jetzt ein Platzl, das ich gemeinsam mit der Brucker Bevölkerung teilen will. Das ist eine Wortplatzl. Wie wird das ausschauen? Kommen die Bürger da her? Werden sie den Bürgermeister zu bestimmten Zeiten hier vorfinden? Das tun sie auch schon. Es sind jetzt schon Leute vorbeigegangen. Also wenn ich draußen bin und meine E-Zigarette rauche oder geheim auch vielleicht versteckter Zigaretterl, wenn ich es gerade nicht schaffe, nichts zu rauchen, dann kommen die Leute und reden über Anliegen, über das Normale. Es sind diese Zwischendurchkontakte, die auch ganz wichtig sind. Das ist gelebte. Und von diesen Zwischendurchkontakten konnten wir uns während dieser Pressekonferenz selbst überzeugen. Denn bereits da wurde der Bürgermeister beim auf ein Wortplatzl mit einem Anliegen konfrontiert. Einiges ist schon geschehen, einiges hat man noch vor. Wie schaut die Zukunft aus? Ich glaube, dass wir, was Altstadt, Innenstadt betrifft, gut unterwegs sind. Jetzt haben wir zwei Riesenprojekte, den Orskes-Kog und das Kraftwerk der Stadtwerke, also tolle Projekte, 100 Millionen Euro, die investiert werden, ohne irgendwas schön zu reden. Ich glaube, es ist Licht am Ende des Tunnels. Wir haben wirklich lange Zeit Probleme gehabt. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam zu den Lösungen und das freut mich. Das ist auch nicht nur mein Verdienst.